Hi, wir sind Raphael und Martin und wir sind heute mit den Smart Facts on Tour. Wir zeigen euch das Prosumer Kit von Schneider Electric, bestehend aus der EV-Link G4 und dem Riser 4 KNX. Prosumer, was heißt das überhaupt? Prosumer sagt aus, der Produzent, sprich der Besitzer einer PV-Anlage, produziert seinen Strom und konsumiert ihn gleichzeitig. Schneider Electric hat mit dem Prosumer Home Set bei dem Prosumer Home Gedanken die perfekte Möglichkeit geschaffen, um genau diese Anwendung umzusetzen und mittels des Energiezählers den Energiebedarf des Hauses zu messen und dann über die Wallbox den Strom an das eigene Elektrofahrzeug abzugeben. Wie wird das gesteuert? Mit Riser 4 KNX, einem kleinen Logikmodul, was über Modbus alle Daten einsammelt und dann gezielt an die Wallbox oder an das Haus zurückgibt. Wir nehmen euch heute mit bei der Installation und Konfiguration. Seid gespannt. Ja, wie ist so eine EV-Link G4 aufgebaut? Relativ simpel die Demontage. Frontplatte über zwei Schrauben. Danach die Wetterschutzklappe. Ja, und dann ist auch man schon im Gehäuse, was sich wie folgt zusammensetzt. Wir haben den RFID-Laser hier unten, der nah hinterm Gehäuse montiert ist. Das Leistungsschutz, 24 Volt Spannungsversorgung, diverse Schnittstellen wie Modbus, da der LAN-Anschluss, der dann auch für TCP/IP Modbus genutzt werden kann. Die Messwandler, die diversen Einführungen, natürlich der Taster, der auch zur Aktivierung genutzt werden kann. Ja, und wenn man ihn auf die Seite dreht, dann sieht man auch schon die Typ 2 Steckdose. Nochmal durch einen extra Wetterschutzdeckel verschlossen werden kann. Der Riser 4 KNX, ein relativ unscheinbares kleines Gerät, ca. 3 TE breit, hat jede Menge verschiedene Eingänge. Wir sehen hier 3x Klemme für Modbus, 3 Klemmen für RS232, die 24 Volt Spannungseingang, die KNX-Klemme natürlich auch. Auf der Oberseite einmal den Netzwerkanschluss und eine USB-Schnittstelle. In dem Riser 4 KNX sind jede Menge Logiken, eine freie Visualisierung und natürlich auch das Management für die Prosumer Home-Lösung bereits integriert. Ja, jetzt wo wir die Produkte alle ausgepackt haben und euch die näher vorgestellt haben, werden wir die Einbaustelle für die Wallbox vorbereiten, werden die Löcher schon mal bohren, das Kabel schon mal ziehen und werden euch gleich zeigen, wie die Wallbox an die Wand kommt und im nächsten Zuge, wie Riser 4 KNX in die Verteilung reinkommt und die nächsten Schritte holen wir euch dann dazu mit ab. Welche Kabel haben wir jetzt zur Wallbox gezogen? Wir haben natürlich einmal die Zuleitung, in dem Fall ist es eine 5x6 Quadrat, ist aber natürlich davon abhängig, welche Leitungslängen vorliegen und welche Wattage nachher hinten dran hängt. Wir haben natürlich einmal Netzwerk, damit wir die Wallbox über TCP an den Riser 4 KNX bringen können. Und zur Sicherheit und zur Reserve einmal noch eine Twisted-Pair-Leitung für das Thema Modbus RTU. Wir befinden uns jetzt in einer Bestandsverteilung, eine 5 Jahre alte Verteilung, die wir entsprechend mit den Schneider-Komponenten umgerüstet haben. Wir haben hier den Riser 4 KNX eingebaut mit der dazugehörigen 24 Volt Spannungsversorgung. Der Riser 4 KNX braucht einmal einen RJ45 Anschluss, einen LAN-Anschluss, KNX haben wir, die 24 Volt Spannungsversorgung, Modbus und Modbus wiederum geht auf das Smart Meter, was wir hier unten eingebaut haben. Diese ganzen Komponenten lassen sich eigentlich in der Regel problemlos in einer Bestandsverteilung nachrüsten. Wir haben jetzt hier den Typ BFI nicht drin, den haben wir in einer Unterverteilung gemacht. Wenn man eine Wallbox ohne Fehlerstromschutzerkennung hat, sollte man diesen zwingend nachrüsten. Wie gesagt, wir haben das in einer Unterverteilung gemacht.
So, jetzt haben wir alle Teile eingebaut, wir haben die Wallbox angeschraubt, wir haben alle Komponenten in die Verteilung angebaut. Jetzt geht es natürlich ums Konfigurieren. Wir müssen den Weiser VKNX so konfigurieren, dass er mit dem Smart Meter spricht, dass er mit der Wallbox spricht und die PV-Anlage natürlich auch irgendwie mit drin ist. Dieses ganze Energiemanagement werden wir in einer weiteren Folge zeigen und auch die Konfiguration der Karten annähern, identifizieren. All dies zeigen wir beim nächsten Mal. Wenn ihr bis dahin Fragen habt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an.